einem großen Kreis laufen, Jungs, großer Kreis. Hochknie, hopp, come on, Ollie. Der neue Star-Conductor Ryan Goodman trainiert seine Boys von Shake und Tanz. Natürlich nach den neuesten US-Outdoor-Rules. Der alte Dance-Captain Oliver wurde aufgrund fehlender Muscle-Fitness zum einfachen Dancer degradiert. Vielleicht solltest du wirklich mal etwas kürzer treten, Oliver. Du bist auch völlig erschöpft. Das sieht man doch. Sollte ich vielleicht wirklich mal etwas kürzer treten? Das sehe ich ganz genauso, Krause. Ab sofort sind Sie wieder ein einfacher Tänzer. So hat es der Premium-Sponsor Hartmut Brasch entschieden. Ja, ho, 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 ho. Ja, den Krause, den musste ich auswechseln. Ja, schauen Sie mal, wie sie sich bewegt. Ja, der ist ein kompletter Wrack. Ja, das geht überhaupt nicht mehr. Das musste einfach sein. Ali, wo zum Teufel bist du? Komm, die gehen einmal dich vorbei. Bewege! Komm! Olli, komm schon, Mann, ey. Das kannst du nicht bringen. Los mit dir. So willst du nie nach Bielefeld schaffen. Die ist ja in Bielefeld, ja? Da werden wir mal gewinnen. Ja, da will wir. Weiter, weiter. Gut, Jungs, nehmt eine Pause. Olli, noch zwei Runde. Come on, hopp. Hopp, Knie hoch. Beide, wenn es geht. Also ich denke, wenn man keine Leidenschaft mehr für seinen Sport empfindet, ne? wenn man sich einfach im deutschen Leistungsdancen nicht mehr gut aufgehoben fühlt, dann muss man einfach aufhören. Punkt. Hopp. Hopp. Guck mal das an, Olli. So macht man es richtig. Hopp. Ja. So geht Extreme Flamingo Hopping. Super, Jungs. Pause. Olli, noch zwei Runde, Mann. Ich die Knie nicht hoch. Er kriegt sie nicht hoch. Muss ich auch. Das muss ich leider zugeben. Es hält uns auf. Es hält uns halt einfach auf. Ja, hör auf. Trotz Mann, ist das schlecht. Es waren aber keine zwei Runden, Ryan. Ich weiß, aber lieber, dass er jetzt aufhört oder er stirbt, glaube ich. Guck ihn mal an. Ich verstehe das nicht. Also, der hat so abgebaut. Wer ist eure Tanzkapitän? Lauter! Ryan Goodman! Wer ist eure Tanzkapitän? Ryan Goodman! Olli, was machst du da hinten? Bist du ein Teil von der Truppe oder nicht? Na, Jungs, die 21. National Electric Super Dance Battle stehen quasi vor der Tür. Und herzlichen Glückwunsch. Wir sind alle richtig so weit. Ja, fast alle. Als Dance Captain Ryan uns eben so gelobt hat, wusste ich, ich lag mit meinen Gefühlen nämlich doch richtig. Ich bin ein guter Dancer. So. Der ist nur ein wichtiges Ding, die wir im Griff bekommen mussten, Jungs. Das ist euer Lampenfieber. Lampenfieber. Deshalb performen wir heute für ein lives Publikum. Ja. Oder? Leider! Vorwärts, Wegmarsch! Ja, das muss man schon sagen. Unser neuer Dance-Captain, der lässt sich was einfallen. Ja? Also das ist wirklich gleich vor fettem Publikum. Das geht ab. Geil. Okay, Jungs. So, erstes Live-Performance. Steh auf die Position. Olli, bitte stell dich drüber, da drüber und mach das Musik einfach an. Danke. Here we go, Jungs. Und 5, 6, 5, 6, 7, and. Up. An diesem hochfrequentierten Hotspot werden die Nerven der Jungs auf die Feuerprobe gestellt. Kein Problem für die agilen Sportskanonen. 5, 6, 7, stop. Excellent, guys, good work. Olli, Musik aus. Olli, Musik aus. Was zum Teufel ist Olli? Wo ist Olli? In der Praxis von Auranitiker und Dancefood-Experte Tim Berthold. Wir haben Besuch, Herr Dr. Berthold. Ja, wer denn bitte? Mein Herr Krause. Er sagt, er ist ein bekannter Dance-Captain. Krause. Soll reinkommen, Frau Stahlbock. Ja. Hallo, Herr Krause. Kommen Sie rein, setzen Sie sich doch, Herr Berthold. Ja, ich war gerade in der Nähe und da habe ich mir gedacht, Mensch, Dance Captain Olli, guck doch mal bei dem alten Herrn Berthold rein. Ist ja nett. Hm? Und wie geht's Ihnen so? Mir geht's super. Mir geht's wirklich richtig gut. Aber ein Freund von mir, der hat Tanzprobleme. Der ist wahnsinnig erschöpft, bisschen runter mit den Nerven und er hat auch das Gefühl, dass alle gegen ihn sind. Da haben Sie Glück, Herr Krause. Ich glaube, ich habe zufällig genau das Richtige für Sie. Das ist nicht für mich, das ist für meinen Freund. Ja. Für den Freund. Phrasalix Plus. Mhm. Ein reines Proteinalginat mit Power Push Formel 10. Das ist erhöht die Sauerstoffzufuhr in allen tanzbaren Körperregionen. Dadurch werden dann
Beine schneller, Füße spitzer. Also mit anderen Worten, ihr Freund wird mega attraktiv, er kriegt tolle Haut, ganz weiße Zähne, tolle Haare und alles potenziert mindestens um Faktor 10. Toll. Aber muss man vorsichtig sein mit der Dosierung? Niemals überdosieren. Niemals überdosieren. Nur eine pro Tag. Ja, auf jeden Fall. Nehme ich. Ich meine, die nehme ich mit für meinen Freund. Vielen Dank. Wenn Sie noch einmal hinten unterschreiben würden, das ist nur wegen dieser späteren Geschichten. Ja. Vielen Dank. Was niemand vermutet, Sunny Boy Ryan hat eine böse, dunkle Seite. Isabel. Ja? Ich mach dich zum besten Tänzerin der Welt. Wirklich? Ja! Ich liebe es. Was bekommst du dafür? Nur deine Lache, Baby. Also das mit dem Tanzen klappt ja ganz gut, aber es macht keinen Spaß mehr. Ich fühle nichts mehr dabei.